2 Autotags reinbekommen. Der Bandit aber schon. Ei, und dann noch der Lightning. Oh oh. Uff. Eieiei. Ei, ei. Das hat fast einen Turm gekostet. Die Royal Hawks sind leider super gestoppt worden hier vom Jesus. Das hat ziemlich schnell Bacon gegeben. Bacon? Aber der Jesus, er hat da glaube ich wirklich einen kleinen Panikmoment gehabt. Ja. Das hat wirklich jetzt probiert alles gesperrt. Nochmal Royal Hawks, aber die nehmen so viel Schaden schon auf dem Weg zum Turm, die haben gar keine Chance. 5 Sekunden. Der Jesus souverän gewinnt er hier das Match. Das ist das 3-0 wow. Für den Jesus. Also souverän gewonnen, 3-0. Solide Leistung da von der Seite von Jesus. Hat sich wirklich gerade im ersten Game schon das Matchup an sich gerissen und einfach nicht mehr loslassen. Und das ist das 3-0 da in der ersten Partie. Er hat das Mindgame. Er hat es zuerst mit Beatdown versucht, zuerst mit dem Golem, dann mit dem Lava-Hund. Beides nicht funktioniert und dann hätte er auch noch ein schnelles Deck wollen ausprobieren mit den Royal Hawks. Ich finde ja die Royal Hawks immer spannend. Ich finde sie auch cool. Man sieht sie nicht so viel. Aber es hat mir jetzt gedacht, so ein Setup rundum ist jetzt nicht... der Inferno-Turm ist irgendwie ein bisschen unnütz gesehen. So nicht unbedingt metakonform, habe ich es gehört. Ich weiß nicht. Ist ein bisschen speziell gewesen. Ja, einfach mal etwas ausprobiert. Vielleicht auch ein bisschen auf so ein Hail Mary Play. Vor allem zum Probieren. Weil der Jesus hat ja nie vorher einen Tank gespielt. Ja. Also ist der Inferno-Turm schon ein bisschen fraglich, ob sich das wirklich lohnt, den Inferno-Turm dort ins Spiel zu bringen. Auch Hog Rider hat er nie gespielt, Battle Ram hat er nie gespielt. Also alle die, wo es eigentlich spannend wäre, zum dort ins Center überziehen, hat er gar nie gespielt, der Jesus. Ja, der FC Weiss muss dann nur zum nächsten Gift cyclen und dann hat er das in der Tasche. Wieso zieht er das Barbie so spät? Das war wirklich scharf. Das war spannend. Mit dem Barb holt er sich hier den dritten Punkt in dieser Begegnung. Hier damit 3-1 Sieg für den FCN Rising Star. Wirklich da. Also FCN Rising Star. 3 Spieltage, 3 Siege da auf der Seite vom FCN Rising. 3-1 das mal. Ja. Es wäre noch spannend gewesen, wenn er das Barki schneller spielt gegen den Pekka. Ja. Dann hätte es können schwerer sein für den Pekka dort. Ja. Aber er hat recht lang gezögert mit dem Sparky. Es ist langsam Zeit, zumindest mal den Turm oben links abräumen, damit es keinen Zufallsentscheid gibt. Nochmal ein Lava-Hund. Muss ich Gas geben, 10 Sekunden. Ah, mit dem Gift oben links. Jetzt ist das Gift jetzt schon mal drauf. Schafft es noch 3 Sekunden. 1. Der geht weg. Nein. Oh, mit 9 HP. Das knapp gewesen. Mit 9 HP auf dem unteren ist Turm. Das knapp gewesen. Unglaublich. Unglaubliche Szene da. Der Michel verliert zum ersten Mal. Mhm. Und damit verliert er nicht nur das Spiel, sondern auch seine Nummer 1 Position. Ja. FCN Rising ist jetzt unangefochten. FCN Rising ist jetzt der Einzige, der noch nie verloren hat. Wieder ein Ram Rider. Sehr schön. Ah, die Schneeball, die sich da entgegen verliegt. Valkyrie schafft es auch wieder. Das Gift, das hier kontinuierlich weggechippt an dem rechten Turm hier. Wird es nochmal. Stopp mit dem Miner. Ja, es ist ja so ein bisschen. Verteidigung für den Ensinger. So sind beide ein bisschen am Murksen momentan. Kämpfen ums Überleben sind hier mit 481. Der ist natürlich extrem gefährdet. Ja. Jetzt das könnte sein, der Top mit dem Babydrachen. Vielleicht kommt der her. Er muss aber gleichzeitig den Ram Rider stoppen. Das ist ein kleines. Au! Trifft auch! Mit dem Gift zusammen! Und der Sandpike gewinnt das Spiel. Ganz eine knappe Sache. Also, das hat jetzt wirklich ein bisschen mehr nach auf Biegen und Brechen ausgesehen. Auf Biegen und Brechen hat der Eisinger noch versucht zu verteidigen. Ja. Hat nicht mehr gelangt. Schluss am Ende, der dritte Win für den Sandpike, der sich hier damit seine ersten Punkte kann holen kann. Genau, also ich 3-0, wunderschöner Sieg natürlich gegen den Asinger. Mir tut es ein bisschen leid für den Asinger da. Brutale Niederlage mit dem Lava-Hund. Please like this video and subscribe to Chief Avalon Esports and Gaming for more amazing videos. See you in the next one. And click the little bell for notification. Bye.